Hallo, liebe Freunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Kaninchen ordentlich ausweidet und das Fell über die Ohren zieht. Ja, den ersten Teil habe ich jetzt schon getan. Die Tötung des Tieres, das wollte ich euch ersparen. Aber so sieht es halt dann jetzt aus. Das ist ein schöner deutscher Großsilber, der jetzt ja, küchenfertig gemacht wird quasi. Und wie das Ganze gemacht wird, das werdet ihr jetzt sehen. Das zeige ich euch Schritt für Schritt. Und zwar habe ich dazu hier meine Wand, wo ich das Kaninchen jetzt dran aufhängen werde. Und zwar an den Hinterläufen. Beide Beine vermitteln hier, damit das auch sitzt. Ja, da seht ihr es jetzt. Ich habe es an den Hinterläufen aufgehangen, damit es jetzt so kopfüber quasi runterhängt. Und nun geht's Schritt für Schritt weiter. Die Sonne nicht blendet. Wichtiges Utensil, ein scharfes Messer. Schön klein, handlich. Und dann geht es auch schon los. Man fängt an. Also ich fange damit an, die Haut hier oben an den Hinterläufen einmal ringsrum einzuschneiden. Vorsichtig einschneiden, dass man halt nicht gleich die Muskel- und die Sehnenfasern durchtrennt. Das erfordert ein bisschen Übung. Aber das lernt man relativ schnell, dieses Gefühl zu entwickeln. So, das gleiche auf beiden Seiten. Als nächstes schneide ich jetzt von den Hinterläufen einen Schnitt von beiden Seiten hier runter vor die Kloake, also vom Arsch quasi. Immer schön mit der Messerseite hier langsam langziehen. Wenn das Messer scharf ist, geht das Ganze von ziemlich von alleine. So, jetzt haben wir das hier so. Und nun kommt es eigentlich zur eigentlichen Häutung, was bei frischen Tieren wunderbar klappt. Und zwar kann man jetzt einfach die Haut, wenn man die hier oben richtig gelöst hat, herunterziehen an den Läufen. Das Fell hier hinter am Arsch kann man eigentlich über den Schwanz so rüberziehen. Manchmal reißt der Schwanz auch ab. Ich schneide den Schwanz jetzt mal ab. Und nun kann man das Fell über die Ohren ziehen.
Dann hat man jetzt hier die Vorderläufe, wo man das Fell schon gut rübergezogen hat. Da zieht man dann hier auch die Haut so rüber, bis es nicht mehr so wirklich geht, weil jetzt kommen jetzt die Krallen. Nimmt man sich einen Seitenschneider und schneidet das Gelenk durch. Das gleiche auf der anderen Seite. Oh, jetzt habe ich zu doll gezogen, jetzt ist abgerissen. Nicht weiter wild. So. Dann jetzt das Fell am Kopf. Das ist übrigens alles das schöne Nackenfett. Die habe ich jetzt schon mit abgezogen. Wer es mag, kann es aufheben. Irgendwie nachher für die Zubereitung, für die Soße. Man kann schneidet dann jetzt hier schön am Nacken ringsrum einmal auf. Da sieht man jetzt auch den Schnitt von vorhin, vom Töten. Jetzt hat man hier das blanke Genick. Und das kann man, wenn man ein scharfes Messer hat, auch einfach mal durchtrennen. Ja, und schon hat man das Kaninchen gehäutet. Das ist das Fell. Das zeige ich euch nachher mal noch, wie man das am besten aufbereitet. Es kommt erstmal zur Seite. Jetzt tropft das natürlich also noch ein bisschen aus, aber muss ja auch. So. Als nächstes. Und erstmal das Messer natürlich sauber. Und man schneidet jetzt hier oben die Bauchdecke, ich weiß nicht, wie sich das jetzt hier hinten nennt, vorsichtig auf, dass man so ein bisschen reingreifen kann. Und dann langsam mit der Messerspitze an dieser Naht hier den Bauch nach und nach öffnen bis zu den Rippenbogen. Beziehungsweise bis nach unten hin. Ach. Tja. So sieht das jetzt von innen aus. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Wenn ich jetzt loslasse, fällt alles runter. Das ist hier der Dickdarm. Hier haben wir noch was vom Dünndarm. Das ist alles Fett, was sich so angesammelt hat. Und das kann man jetzt einfach quasi rausreißen. Zack, hier unten haben wir einen Eimer für die Gedärme. Und ja, das ist hier jetzt der Magen. Kann auch raus. Da hängt jetzt die Leber mit dran. Ach, mit einer Hand macht sich das doof. Ich muss euch mal wieder hinstellen. Ja, wie gesagt, das hier ist die Leber. Die habe ich jetzt leider ein bisschen zerrissen. Aber die am besten rausschneiden, weil die kann man noch verwerten. Wichtig ist nur, diese Gallenblase hier nicht zu zerstören, weil dann schmeckt das alles scheiße. Die muss man dann großflächig gleich mit extra rausschneiden. Kommt auch erstmal beiseite, folgt später. Jetzt geht's hier weiter, das ganze Fett kann ruhig raus. Was ich gerade noch vermisse, ist irgendwie die Blase. Entweder ist die komplett leer oder ich habe die gerade schon irgendwie mit rausgezogen. Weil manchmal hat man das, dass hier die Blase richtig fett drin hängt. So den Darm richtig schön ziehen, damit man eben quasi schön den Arsch hinten hier rauszieht. Zack.
Und dann ist auch das hier jetzt sauber. Wenn man will, kann man hier oben die Arschmuskulatur auch noch entfernen, die Schließmuskeln. Dann wirkt das alles ein bisschen sauberer, wenn man das Tier jetzt zum Beispiel abgibt, wenn es für den Verkauf ist. Wichtig dabei immer vorsichtig zu schneiden, damit man nicht unbedingt die in die Muskeln reinschneidet, sondern damit das alles ganz bleibt. So, jetzt haben wir hier unten die beiden Nieren zu hängen. Auf Wunsch lässt man die drinnen, ansonsten nimmt man die raus, schneidet die einmal ein und packt die dann auch ins Wasser, damit die Schadstoffe, damit die quasi gewässert wird. So. Das Fett nehmen wir jetzt auch erstmal noch raus hier. Brauchen wir nicht. Also jedenfalls nicht so viel. Das ganze Bauchfett. Zack. Dann haben wir hier jetzt das Zwerchfell. Und unter diesem Zwerchfell sitzt jetzt die Lunge und das Herz. Da reißt man einfach so auf. Und dann greift man hier schön rein. Und dann, oh, die Katze klaut gerade mein Fell. Und dann hat man quasi die Lunge mit der Luftröhre und hier das Herz. Was jetzt aber auch schon, da ich sie ein bisschen länger brauche beim Ausnehmen, gar nicht mehr pumpt, weil sonst klappt das auch mal, wenn ich so drücke, dass es noch anfängt zu pumpen. Da trenne ich beides, weil das Herz schmeckt auch richtig wunderbar. Und huch, da kam gerade noch Blut. Wird auch in Wasser gepackt, damit es gewässert wird. Und wird dann zusammen mit der Niere und der Leber zubereitet. Ja. Jetzt nochmal gucken, ob man hier aus dem Schlund ganze Speiseröhre raus hat, dass alles sauber ist. Ja, das ist es soweit. Und nun kneift man mit dem Seitenschneider hier oben die Läufe ab, auch so dicht wie möglich am Gelenk. Zack, eine Seite. Andere Seite. So. Und schon sieht es aus wie eine tote Katze. Nein, Spaß. Also so ist jetzt das fertige Kaninchen ausgenommen und geschlachtet. Das wird jetzt in einen Eimer Wasser gepackt, wo es dann jetzt auch nochmal abkühlt und ein bisschen ausblutet. Und das war eigentlich schon der Prozess, wie man ein Tier häutet und ausnimmt, zumindest Kaninchen. Ich weiß, ich habe wunderbare Schnittstellen. Aber ist egal. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das Fell weiterverarbeitet. Also ich habe es jetzt so abgezogen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder man füllt das Kaninchen mit Stroh, Heu oder irgendwas und zieht es dann quasi so auf und lässt es hängen. Oder jetzt die andere Variante ist, ich schneide jetzt quasi auf die Bauchseite längs auf. Muss ich mal gucken, dass ich einigermaßen gerade mache, jetzt wo es hier so liegt. Fange einfach mal hier oben an. Macht sich bestimmt auch gut, wenn man dazu jetzt eine Schere hätte. So, jetzt hole ich hier erstmal die Pfote wieder vor.
Leider ist mir die auf der anderen Seite abgerissen, deswegen schneide ich die auf der Seite auch ab, damit das ein bisschen gleichmäßig aussieht. So eine Foto ist übrigens ein super Katzenspielzeug. Hunde wahrscheinlich auch, nur habe ich keinen Hund, um das zu auszuprobieren. Deswegen kann ich nur von der Katze reden. Hier hinten habe ich jetzt noch den Schwanz, den Puschel. Da versuche ich jetzt mal die Schwanzmuskulatur noch vernünftig rauszuziehen. Weil das will man ja nicht unbedingt in einem gestopften Fell haben, dass da der Schwanz noch drin hängt. Jetzt erstmal hier die Muskulatur, die da dran hängt, ein bisschen lösen. Ja gut, mal nachher in Ruhe. Aber dann hat man so schon mal das Fell. Jetzt kommt es hier oben zum Kopf. Muss ich natürlich noch weiter aufschneiden. Kam ich jetzt noch nicht weiter, weil es da runterhing. Vor lauter Fell sehe ich gar nicht, wo der Schnitt ist. So, und da kommt der wunderschöne Kopf zum Vorschein. Der wird aber abgeschnitten, denn wir wollen das Fell ohne Kopf aufhängen. Ja, leider bin ich hier vorhin beim Töten ein bisschen weit hochgekommen. Fett hier wegnehmen. Die Katze frisst. Wo ist jetzt der andere Lauf eigentlich hin? Ach hier. Ließ er den mal auch noch vorziehen. Und schon hat man schönes Fell. Das wird jetzt an ein Brett getackert und dabei ein bisschen gespannt. Und dann erstmal noch so gut wie möglich, solange es noch geht, hier dieses diese Haut quasi und das Fett entfernen, damit man nachher wirklich die reine Lederhaut hat. Diese. Ja, und das war's dann eigentlich schon.